Ich bin wieder da, es hat sich einiges getan. Guten Morgen. Sowohl in meiner Liebesbeziehung und in meinen Liebesbeziehungen, als auch in einer Sache, in der ich mich massiv getäuscht habe, die ich euch vor ein paar Wochen noch mitgeteilt habe, als ein Ziel von mir. Und ja, wo war ich denn? Ich war jetzt einige Wochen unterwegs, bin auch froh, dass ich jetzt wieder vier Wände habe. Das speichere ich mir auch mal hinten ab, weil ich habe ja so ein bisschen den Plan, vielleicht nur im Auto zu leben. Und ich war bei zwei Festivals, bei dem Love and Peace Gathering und bei dem New Healing, so hieß das, genau. Und danach war ich jetzt noch fast einen Monat beim Rainbow. Die Festivals oder generell in der ganzen Zeit habe ich im Zelt gelebt und jedes Festival bzw. das Rainbow hatte auch so seine eigene, ja, seinen eigenen Einfluss auf die Dinge, die da gekommen sind. Und ich möchte euch heute mit euch zwei Dinge besprechen. Zum einen meine persönlichen Änderungen, die es geben wird, die es gegeben hat bei den Veranstaltungen bzw. bei den Treffen mit den anderen Menschen und auch so die allgemeine, also bezogen nicht nur auf mein persönliches Leben, sondern auch auf das Leben der Menschheit und allgemein. Die intensivste Erfahrung war der letzte Monat, wo ich halt mit anderen Menschen einfach in der Natur gelebt habe, ohne Technik und ja, einfach rudimentär. Das heißt, es gab zwei Mahlzeiten, die sehr simpel waren. Meistens früh gab es einen Porridge oder einfach nur ein bisschen Gemüse, manchmal auch Obst. Und zum Abend gab es dann ja, meistens Reis und gebratenes Gemüse. Und alles auf dem Feuer gemacht und alles, ja, das, was da war, das hat man genutzt. Und ja, was nicht da war, das konnte man natürlich auch nicht nutzen. Gewürzt auch sehr sparsam. Und der Fokus des Tages lag einfach auf der persönlichen Weiterentwicklung, auf Workshops zu geben, anderen Menschen sein Wissen zu teilen, einfach auch in Gemeinschaft zu leben, aber auch eben für sich selbst, ja, so ein paar Dinge voranzutreiben. So, fangen wir mit den allgemeinen Dingen an. Wenn man so eine Zeit lang in der Natur lebt und wenn es nur darum geht, wie man isst oder wie man Nahrung bekommt, wenn es darum geht, seinen Geist zu klären, seine Gesundheit zu pflegen, mit anderen Menschen sozial zu interagieren, in Liebe füreinander da zu sein und anderen nicht nur körperlich zu helfen, sondern eben auch ein Teil der geistigen Entwicklung der anderen Menschen sein zu dürfen. Dann fragt man sich schon, beziehungsweise ich habe mich dann schon gefragt, inwieweit das Leben, das die meisten in Deutschland führen, ein sehr, sehr fremdbestimmtes Leben ist und ein Leben, was man führt, was man eigentlich gar nicht führen möchte. Es werden Prioritäten gesetzt in dem Leben, was man erreichen möchte, zum Beispiel Ziele, die man erreichen möchte, Familienplanung, was man erreichen möchte. Beziehungen, was man erreichen möchte, in Hobbys, was man erreichen möchte. Und all diese Dinge, die sind oft verbunden mit einem gesellschaftlichen Status und dem Wunsch nach Anerkennung und der Unterstützung dieses grundlegenden Systems, in dem wir leben. Und dadurch ist das so ein selbsterhaltender Mechanismus. Wenn wir in diesem System leben möchten, dann also auch Anerkennung und all die Dinge durch verschiedene Sachen, die von der Gesellschaft als erstrebenswert angesehen werden, bekommen möchten, dann müssen wir dieses erfüllen und damit erhalten wir dieses System. Und das fühlt sich immer mehr an wie eine Illusion eines Lebens, was wir verschenken. Wir beschäftigen uns mit Dingen,
die überhaupt keine Bedeutung haben, außerhalb der Erhaltung eines Systems. Wir regen uns über Dinge auf oder wir feiern Dinge, die keine essentielle Bedeutung haben, sondern denen wir eine Bedeutung geben. Das kann durchaus manchmal ganz sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel geistig so krank ist, dass man vielleicht von der Natur einfach aussortiert werden würde, wenn man körperlich so krank ist, dass man in irgendeiner Weise sich andere Erlebnisfelder schaffen soll, müsste, könnte, keine Ahnung, wo eine Freude herrührt, weil man mit seiner eigenen Situation, wenn man körperlich behindert ist zum Beispiel, nicht klarkommt. Aber all das sind auch immer irgendwelche Mechanismen, die kompensieren sollen. Die Annahme dessen, was tatsächlich real ist und was tatsächlich wichtig ist, das geschieht nur in den seltensten Fällen. Und wenn ich so die Menschen schaue, ich sitze jetzt auch gerade ganz normal an der Straße und sehe die Menschen laufen. Ich sehe die Menschen, wenn sie gegenseitig sich begegnen, ja, wie einander nicht angelächelt wird, wie man in Anonymität versinkt, aber trotzdem immer nach der Suche nach Liebe ist und dann ins Internet geht und vielleicht irgendwelche Partnerschaftsbörsen besucht oder sich in Foren austauscht, wie schlimm die Menschen sind. Wenn man selber nicht den ersten Schritt geht und die Menschen anlächelt und den Menschen vergibt, dass sie eben nicht zurücklächeln oder den Menschen offen begegnet, dann hat man eine viel größere Chance, dass einem Liebe widerfährt. Eine viel größere Chance, dass man in seinem Leben Zufriedenheit erfahren wird. Weiterhin. Die Einfachheit in seinem eigenen Leben zerstört das System. Das bedeutet, umso mehr ihr euch vom Konsum loslöst, umso mehr ihr nicht dieses ganze Ausbildungssystem mit den Zertifikaten und Zetteln und damit ja, gewissen normierten Qualitätskriterien innerhalb einer Gesellschaft, wenn ihr da das nicht mehr unterstützt, dann seid ihr für das System und damit auch für die Menschen des Systems nicht mehr relevant und werdet in irgendeiner Weise abgestoßen. Das kann damit zusammenhängen oder das äußert sich so, dass ihr ausgehend von den Kriterien eines Systems nicht mehr ein qualitativ hochwertiges Leben führen könnt. Das bedeutet, dass ihr sozial ausgegrenzt werdet, dass ja, euch gesagt wird, dass ihr ein schlechtes Leben führt oder dass ihr ein Spinner seid, was auch immer. Das heißt, umso mehr ihr simplifiziert in eurem Leben, umso mehr ihr euch auf die Dinge beschränkt, die tatsächlich relevant sind, umso mehr greift ihr ein System an. Das muss euch bewusst sein. Und das, und da kommen wir gleich zu den persönlichen Dingen, wo es einige gab bei den letzten Wochen. Ja, generell noch, also zu dieser Einfachheit. Ihr müsst immer eine Entscheidung treffen. Möchtet ihr ein Leben führen, was von der Natur so konzipiert wurde? Oder möchtet ihr ein Leben führen, ausgehend der Errungenschaften der Menschheit? Es ist keine leichte Entscheidung. Man denkt immer, ja, natürliches Leben ist cool und so. Aber es hat halt eben auch seine Schattenseiten, dass man eben durchaus dieses System angreift mit seiner Art, weil jeder, der euch sieht und jeder, der euch
beobachtet und fühlt in dem, was ihr tut, wird erkennen, dass ihr ein adäquateres Leben führt, ein Leben, was authentischer ist. Und damit fühlt derjenige sich angegriffen. Ein schönes Beispiel ist auch, wenn ihr euch pflanzlich ernährt. Ihr müsst nur sagen, dass ihr euch pflanzlich ernährt und euer Gegenüber wird sich angegriffen fühlen, weil er genau weiß, die pflanzliche Ernährung ist die Ernährung, die dem Planeten, unsere Gesundheit einfach am besten tut. Und er kann aber da nicht loslassen und deswegen greift er euch dann an. Und genau das ist das halt, wenn ihr ein einfaches Leben führt. Ein Leben, ja, ohne das Feiern eines Fußballvereins oder ohne, dass ihr euch um politische Ideologien, also nicht miteinander redet und konstruktiv austauscht, sondern euch beleidigt. Ohne dass ihr in irgendeiner Weise eine Abgrenzung forciert aufgrund einer Ideologie. Und das ist richtig. Die Menschen einfach annehmen. Ja, kommen wir zu den persönlichen Änderungen. Ich habe eine Liebesbeziehung mit Cecile seit über einem Jahr. Eine Beziehung, die auch eben auf alltäglicher Basis passiert. Also das, was gängig unter einer Beziehung verstanden wird. Und ja, es ist eine wunderbare, völlig bis dato noch nie erlebte Form von Beziehung, weil wir jeden Abend auch intensiv reflektieren, wir unglaublich viel Zeit damit verwenden, das Leben tatsächlich als Leben zu spüren und nicht in irgendwelchen Kreisläufen verharren. Und es ist, ja, ausgehend aus der jetzigen Sicht, die Frau, mit der ich auf jeden Fall das Leben teilen möchte, auch, ja, solange ich noch lebe. Und wo ich auch eine einfache Partnerschaft mit dieser Person mich zu großem Umfang vollständig, ja, einfach glücklich gemacht hätte. Glücklicher als jede andere Beziehung, die ich vorher geführt habe. Ja, schön. Aber nun begab es sich, dass seit einigen Wochen, Monaten jetzt schon noch eine weitere Person in unser Leben gekommen ist. Und mit dieser Person hat sich nun auch eine sehr intensive Liebesbeziehung entwickelt, insbesondere dann beim Rainbow. Und ja, und jetzt ist es so, dass tatsächlich halt eben noch ein Mensch in unserem Leben ist, oder wenn ich jetzt von mir spreche, in meinem Leben ist, den ich liebe und, ja, mit dem ich auch sehr stark auf teilweise auf ein paar anderen Ebenen, ja, sehr gut gemeinsam fließe und diesen Menschen halt eben auch liebe. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl, dass man offen bleiben kann, trotz dessen, dass man in einer zufriedenstellenden Partnerschaft ist für die Liebe zu einem anderen Menschen und diese auch annehmen kann. Und ja, das ist jetzt so, ich fühle mich also jetzt zu zwei Menschen sehr stark hingezogen und bin da sehr glücklich drüber und möchte euch das einfach mal teilen, dass das jetzt gerade der Fall ist. Ja, weiterhin habe ich beim Rainbow eine neue Form gefunden, mich auszudrücken. Das ist eine Knüpftechnik, die nennt sich Makramee. Ich hatte beim New Healing ein Armband gekauft, das war dieses hier. Also ich habe es nicht gekauft, ich habe es erstmal in der Hand gehalten. Ich habe noch nie gespürt, dass ein irgendetwas eine so starke energetische Auswirkung auf mich hat. Ich habe
das angefasst und gespürt, dass da eine Wahnsinnsenergie dahinter steckt. Und ja, und dann habe ich es angeguckt und dann ja, hat mir jemand gesagt, das ist Makramee und aha, okay. Und ja, und dann saß ich dann da mit dem Band und habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das ist eine Sache, die möchte ich eigentlich ganz gerne auch machen. Also wenn da so viel Energie dahinter steckt, sodass ich das sogar spüre, und ich hatte schon sehr, sehr viele okkulte und auch hochspirituelle Steine und Sachen in der Hand und habe nie so eine starke Ausstrahlung gespürt wie mit diesem Band, da habe ich gesagt, das möchte ich auch machen. Und das habe ich dann auch angefangen. Dazu gibt es sicherlich noch ein extra Video. Und ja, und da habe ich mich erinnert, dass der Hanna das ja auch macht mit diesem Makramee. Und dann habe ich kurz vor dem Rainbow bin ich nochmal zu Hanna und sie hat mir da so mal ein paar Grundsachen gezeigt. Und ja, und habe dann von ihr auch gleich noch zwei, drei solche Rollen bekommen und so einem ganz speziellen Garn. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das mal, damit ihr wisst, was das ist. Und ja, und letztlich habe ich jetzt was gefunden, was mein Leben jetzt in einer Art und Weise prägt, was ich gar nicht so für möglich gehalten hatte. Ich mache dazu ein eigenes Video, aber es soll ja einfach heute alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten 8 Wochen, möchte ich gerne mit euch teilen, und deswegen wird das Video wahrscheinlich relativ lang. Und genau, und das mache ich jetzt. Makramee nennt sich das. Und ja. Essen. Ich habe eine starke Toleranz bezüglich der Kochkost und auch eine starke Toleranz bezüglich von Zucker bekommen bei dem Rainbow. Ich habe gemerkt, wenn du nicht viel isst oder weniger als normal, und das ist automatisch der Fall bei so einem Rainbow, dann tut dir das richtig, richtig gut. Und dann ist es gar nicht so irrelevant, ob du Kochkost oder ob die Rohkost isst, zumindest vom Empfinden her, und ob du auch Zucker isst, also ganz normalen Rohrzucker, also so zum Drüberstreuen. Und ich habe gemerkt, das tat mir nicht schlecht, das tat mir gut. Und daher noch so die Erkenntnis für mich, es ist viel wichtiger, weniger zu essen, als, ich drücke es mal krass, als was du isst. Natürlich, also energiedichtemäßig weniger isst. Und das war schon sehr interessant für mich. Das war schon sehr interessant, weil ich, an sich bin ich auch kein dogmatischer Mensch gewesen. Ich habe auch so mal Kochkost gegessen, wisst ihr ja alle. Aber das waren jetzt die letzten 3 Wochen quasi zu 100% Kochkost. Und ja, es tat mir nicht schlecht, weil es halt weniger Kalorien war, als ich mit Rohkost zu mir genommen habe. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Also eher weniger essen als zu viel, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur zum Abnehmen oder so, sondern generell auch für das körperliche und geistige Befinden. Weiterhin. Die Musik ist ein zentraler Bestandteil so eines Rainbows und da passiert unheimlich viel in einem. Es gibt ganz normal die Mantras, die im Sanskrit geschrieben sind, eine Sprache, die wir nicht verstehen, die wir nur energetisch spüren können. Das ist ein Teil. Und dann gibt es auch noch Mantras oder Rainbow Songs, wo du den Text auch verstehst, die du teilweise selber schreibst. Und gekoppelt mit Musik und mit vielen Menschen, die diesen Raum erschaffen für so ein Lied. Und das dann, also Mantras oder die Rainbow Songs sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich immer wieder wiederholen. Und du bist dann in diesem Raum, der kreiert wurde, in einer gewissen Stimmung, die dieses entsprechende Lied auslöst. Und das macht sehr viel mit einem. Und Musik, ich mache ja schon seit geraumer Zeit, wird ungefähr einem Jahr, jede Woche ein Singkreis bei mir. Und das hat sich nochmal für mich, das möchte ich nochmal in den Vordergrund rücken. Und ich weiß nicht genau, und das ist ähnlich wie bei dem Makramee, ob ich das auf diesem Kanal, ob ich dem da hier Raum gebe oder ob ich einfach
einen anderen Kanal mache, wo sich das nur auf die Sachen beschränkt. Weil ich merke, dass hier auf diesem Kanal, das sind so viele Themen, die hier zusammenkommen, dass, ich sag's mal ganz einfach, wie ich das empfinde, viele einfach überfordert sind. Weil sehr viele Menschen sind hier, weil sie gerne rohe Rezepte wollen, weil sie gerne sich über die Rohkost informieren wollen. Manch andere, der Großteil ist da, um sich persönlich weiterzuentwickeln, sich anzuregen. Und wieder andere sind aus ganz anderen Gründen hier. Und das macht es für den einen oder anderen einfach schwer, da diese, den Kanal zu verfolgen und auch entsprechend mit der Aufmerksamkeit da zu sein, die ich mir wünsche. Und von daher, ja, denke ich, ist es vielleicht ganz sinnvoll, das aufzuteilen. Gerade was das Thema Musik angeht, vielleicht Tutorials oder Mantras, die man selber für sich selber zu Hause singen kann, oder Makramee, wo man eben auch, ja, Step by Step das einfach alles lernen kann und ja, wo ich quasi meinen Weg, den ich jetzt gehe, dann auch parallel teile dazu, weil das wirklich so ein Handwerk, was zu erlernen und darin aufzugehen, das hat, dazu mache ich mit Sicherheit auch noch ein Video zum Thema Handwerk, das hat auch eine ganz besondere Qualität, die dann wahrscheinlich gar nicht so in den Vordergrund oder wo das sich so herauskristallisieren würde, wenn dann halt trotzdem dann alle zwei Tage ein Video kommt zu ganz anderen Themen. Und da hat man so ein bisschen den Flow aus diesem Kanal. Ich werde auch meine Abos radikal kürzen. Ich werde in meinem ersten Schritt alle Abonnements löschen und gucken, ob ich überhaupt noch etwas abonniere. Und wenn, dann werden das tendenziell auch eher so Kanäle sein, die mich auf eine gewisse Art und Weise ganz speziell berühren. Und ja, und entsprechend, weil ich das so denke, gehe ich davon aus, dass es bei anderen Menschen ähnlich ist. Genau, das war das Thema Musik. Dann das Thema Minimalismus, was brauche ich wirklich? Hat natürlich einen ganz neuen Stellenwert bekommen, als ich realisiert habe, wie wenig man braucht, um zu leben. Ich hatte viel zu viele Sachen mit. Für 3 Wochen hatte ich einen Rucksack und einen Koffer mit. Beim Rainbow. Den Koffer, was da drin war, das habe ich alles gar nicht gebraucht. Du brauchst nur 2 T-Shirts. Du ziehst eins an und wenn das dreckig ist und wenn du denkst, du stinkst, dann wäschst du das eben im Wasser und ziehst das andere an. Und in 2 Tagen ist das andere wieder trocken. Oder du bist halt die meiste Zeit, so wie ich das war, nackt. Und dann brauchst du gar keine Sachen. Und ich bin in die Wohnung zurückgekehrt und dachte, was hier alles steht, das brauche ich alles gar nicht. Das brauche ich nicht. Das vereinfacht das Leben und all solche Dinge. Aber wirklich brauchen tue ich das nicht. Und das belastet, weil man sich darum kümmern muss. Ja, spätestens bei seinem Auszug oder wenn man umzieht, dann muss man das alles mitnehmen. Und ja, das befreit einfach, wirklich mit sehr, sehr wenig Dingen zu leben. Und das ist mir auch nochmal so in den Kopf gekommen. Und damit zeitgleich auch wieder der Wunsch nach etwas mehr, oder was halt mehr nicht, aber nach einer intensiveren Durchsetzung meiner Ordnung in der Wohnung. Man kennt das, glaube ich, oder viele kennen das. Man lässt dort mal was liegen und dort mal was liegen. Und dann ist so eine Woche um und dann liegen ganz viele Dinge und dann muss man das alles wieder aufräumen. Tatsächlich immer sofort die Dinge, auch wenn es manchmal, man gerade schon wieder das nächste im Ziel hat, einfach die Sache zu Ende bringen. Es ist nicht so wichtig in diesem Leben, dass man nicht noch seinen Teller aufwaschen kann. Kein Vorstellungstermin für einen Job, kein Termin, weil jemand eine Hochzeit hat oder man selber heiratet. All das ist nicht so wichtig, wie den Teller aufzuwaschen und wieder hinzustellen, wohin gehört. Sehr wichtige Erkenntnis. Weiterhin. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland lebe. Ich sage das immer wieder und ich möchte euch das auch vermitteln, weil teilweise, auch bei dem Rainbow gab es einige politische Diskussionen und wie unangenehm das für manche ist, in Deutschland zu leben, mit den entsprechenden Zwängen, unter anderem der Steuererklärung und so weiter. Und was man dafür erhält, ist halt ein Land in einer geistigen Evolutionsstufe, wo Frauen nicht diskriminiert werden, wo
Behinderte nicht diskriminiert werden, wo irgendwelche sexuelle Orientierungen frei gelebt werden können. Ein Land, was sehr, sehr tolerant ist. Von der Gesetzmäßigkeit. Die Menschen füllen das noch nicht ganz so aus, ne? Aber die Menschen, die sterben einfach weg. Das ist kein Problem. Das ist ja, der Lauf der Zeit, dass halt Generationen ältere Menschen immer so ein bisschen zurückhinken und manchmal auch jüngere Menschen, die halt eben ganz stark noch in alten Werten verharren, in Traditionen oder ja, in Abgrenzungen gegenüber anderen. Das löst sich alles auf, aber der grundsätzliche, ja, der Konsens, der sich in den Gesetzen eines Landes ausdrückt, der ist doch sehr, sehr gut hier in Deutschland. Und ja, nun müssen wir dieses System eben mit Leben füllen. Die Gesetze sind da, aber die Menschen sind halt noch ein bisschen antiquiert. Aber ich bin dankbar dafür, hier zu leben und werde meinen Teil dazu beitragen. Und dann kommen wir zu dem Thema, wo ich mich ganz stark getäuscht habe. Ich habe in einem Video vor 2 Monaten ungefähr gesagt, dass ich ganz stark an meiner Dominanz arbeiten möchte. Habe ich mich getäuscht. Was ich meinte und auch in dem Video rübergebracht habe, war das Thema Überheblichkeit oder Arroganz. Das sind Themen, da möchte ich tatsächlich daran arbeiten, meine Außenwirkungen entsprechend meinen inneren Werten anzupassen. Das bedeutet tatsächlich, dass ich selber in meinem Denken nicht überheblich bin, aber oft das auf so einer spielerischen Art und Weise nach außen präsentiere, wo oft so ein bisschen der Schalk im Nacken ist und was ich noch ein bisschen aus der Schul- und Teenagerzeit noch übernommen habe, so ein bisschen den Klassenclown spielen, was aber letztlich überhaupt nicht meinen Überzeugungen entspricht. Dass ich daran arbeiten werde, ja, aber an der Dominanz, da werde ich nicht dran arbeiten. Ich hatte Auslöser war ein Gespräch mit einer Frau, die hieß Bärbel, die hat auch einen YouTube-Kanal und ich werde euch sicherlich vielleicht sogar mit ihr mal euch mal connecten zu ihr. Habe gerade jetzt den YouTube-Kanal noch nicht gefunden, werde ihn aber suchen und euch präsentieren sicherlich zu gegebenen Zeit, vielleicht auch ein Interview mit ihr machen. Und sie hat nicht nur Astrologie studiert, sondern auch Numerologie sich angeeignet über sehr langen Zeitraum. Wie gesagt, die Frau ist schon recht betagt und sie kannte mich vorher nicht und wir haben miteinander geredet. Ich habe ihr nur ein paar Daten gesagt, also ein paar Zahlen, Standzeichen, Geburtszeit und so weiter. Was diese Frau über mich gesagt hat, war so beeindruckend, auch in Bezug auf die Konstellation, dass ich quasi jetzt eine Liebesbeziehung mit 2 Menschen führe, die deren Daten ich ihr auch gegeben hat und sie hat mein Leben tatsächlich so nah an der Realität wiedergespiegelt, mit so tiefen und polarisierenden Aussagen, dass ich wirklich ein großes Vertrauen gespürt habe, was ich noch nicht erkannt habe. Die Dinge, was ich erkannt habe oder was mein Leben geprägt hat, da habe ich natürlich kann ich ja nur sagen, ja, genau. Und dann waren ein paar Dinge dabei, die ich in meinem Leben entweder abstellen möchte, wie die Dominanz, oder die ich in meinem Leben noch nicht erkannt habe, wo ich aber, als ich das sagte, realisiert habe, okay, tatsächlich, es fühlt sich intuitiv richtig an, daran zu arbeiten. Ja, und das war der Auslöser und dann habe ich über mich selber viel nachgedacht und auch auf so einem Rainbow hast du halt viel Zeit, über dich nachzudenken, auch durchaus mal so kleine Experimente durchzuführen mit anderen Menschen, was die Wirkung angeht. Und die Dominanz, die ich ausstrahle, die Dominanz, die mich ausmacht, das ist eine Berufung. Ich spüre, dass ich total in Resonanz gehe, gefühlsmäßig, gedanklich nicht, weil es immer so eine Sache ist, ich stelle mich über jemanden, indem ich führe oder indem ich etwas teile, was ich für richtig halte aus meinem Leben und
was sich quasi gut für mich anfühlt. Das fühlt sich halt alles so ein bisschen, ja, also rein, nicht fühlt sich, aber verstandesmäßig ist es was, wieso führst du? Wir sind alle gleichberechtigt. Ja klar sind wir alle gleichberechtigt, aber in einem Haufen von gleichberechtigten Menschen und gleichen Menschen, wenn da keiner führt, dann steht Chaos. Das heißt, Führung ist notwendig. Und dann aber zu sagen, hey, und ich bin der Führer, ne? Das ist schon etwas, was mein Verstand komplett widerstrebt. Was aber sich immer gut angefühlt hat. Und ich gedacht habe, hey, wenn sich das so gut angefühlt hat, vielleicht ist es genau das, was ich tun sollte. Vielleicht sollte ich führen, beziehungsweise einfach dominant auftreten. Vielleicht sollte ich mich weniger erklären, indem Menschen etwas nachfragen, was ich eigentlich schon ganz konkret gesagt habe. Vielleicht sollte ich mehr konkret Stellung beziehen und nicht jede Meinung absolut gleichberechtigt darstellen lassen, wenn ich denn eine Meinung habe. Und das habe ich durchaus auch in vielen Videos getan, weil ich oftmals niemanden angreifen wollte und nicht meine Meinung als die richtige präsentieren wollte, sondern ich habe halt dann tatsächlich oft relativiert. Und ich glaube mittlerweile, dass ich das weniger tun sollte. Zumindest werde ich damit experimentieren. Ich werde nie sagen, ich habe recht, weil ich das auch nicht richtig anfühlt, aber ich werde sagen, was ich für mich als richtig empfinde, das werde ich postulieren. Nicht, dass es ein objektives Recht ist, aber dass ich denke, das ist, fühlt sich richtig an, es fühlt sich gut an. Und das ist ein gutes Instrumentarium vielleicht für den einen oder anderen, das einzusetzen. Und das werde ich noch stärker tun. Ich werde also tatsächlich häufiger Stellung beziehen und ich werde die Rolle, in der ich ja tatsächlich sowieso bin, ich bin, ob ich das möchte oder nicht, für viele Menschen eine Art Vorbild. Ich bin für viele Menschen auch eine Inspiration, eine Leitfigur in ihrem Leben. Und das werde ich einfach so annehmen. Mein Verstand fühlt sich alles so, das ist so befremdlich. Und ich denke, ja, das ist so Kultivierung des Egos und ja, willst dich über die anderen stellen und so weiter. Aber es ist nun mal der Fall, es ist nun mal so, ich bin in dieser Position. Also, ja, nehme ich sie einfach an und fülle sie noch intensiver aus. Mal sehen, was passiert. Bin ich sehr gespannt, auch eine Erkenntnis. Was damit ein bisschen zusammenhängt, aber was ich gerne auch losgelöst, weil das auch für viele andere ein Thema sein könnte, präsentieren möchte, ist, dass ich ausblende, was mir nicht wichtig ist. Es gibt so viele Einflüsse von außen und so viele Ablenkungen, potenzielle Ablenkungen, worauf man einen Fokus lenken kann. Ein Beispiel ist, schaut mal bei GMX oder irgendwas in die Nachrichten. Ihr klickt von Nachricht zu Nachricht und habt ihr dann ganz viele Nachrichten gelesen. Ich werde mich auf das fokussieren, was wichtig ist. Deswegen auch Abos erstmal alle zu den Akten legen und ja, neu anfangen dann damit. Auch in Diskussionen. Ich werde nicht mehr jeden Kommentar beantworten. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen die Kommentare nicht beantwortet, weil ich einfach nicht da bin, aber auch so in Zukunft. Ich muss kein Dogma mehr auferlegen, dass ich jeden Kommentar beantworte und dass ich zu jeder Frage Stellung nehme. Das kann ich machen, wenn es mir in dem Moment wichtig ist. Das kann ich machen, wenn ich denke, das Thema ist für mich jetzt in dem Moment relevant oder ich möchte gerade mich einfach auch auf ein Thema von einem anderen einlassen. Aber nicht als Zwang. Und das war bisher so. Ich habe jeden Kommentar beantwortet. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare das sind. Man hat über 100.000 Kommentare mittlerweile schon. Habe ich alle beantwortet. Ja, das werde ich nicht mehr tun. Und wenn sich das richtig anfühlt. Genau. Akzeptanz und Transzendenz statt Resonanz und Reibung. Ganz wichtiger Punkt. Dinge akzeptieren. Dinge durch einen auch durchlassen. Gar nicht sich damit auseinandersetzen. Statt immer nur in
die Konfrontation zu gehen, die Reibung, in die Resonanz. Resoniere ich damit, resoniere ich nicht damit. Die Natur macht uns das vor. Die Natur macht sich das total einfach. Die Natur beschwert sich nie. Die Natur macht einfach, was ist. Wenn irgendwo ein atomarer Unfall ist, regeneriert sie wieder, versucht zu regenerieren. Wenn irgendwas abgeholzt wird, kommen neue Bäume. Die Natur regeneriert von sich aus weiter. Vielleicht ist der Mensch irgendwann so weit, dass er die Erde zum Platzen gebracht hat. Na gut, dann Sternenstaub, entsteht ein neuer Planet und es geht weiter. Das ist ein schönes Vorbild für mich. Mutter Erde ist ein schönes Vorbild für mich. Beklagt sich nicht. Macht die Dinge. Gibt Menschen, die zerstören einfach die Natur teilweise ohne Sinn, boswillig. Die Natur beschwert sich nicht. Die Natur sagt einfach, okay. Und ich werde das auch tun. Ich werde sagen, egal was da gerade ist, welche Situation mir im Leben widerfährt, welche Menschen mir widerfahren, was auch immer kommt, ich werde versuchen zu sagen, ja, okay. Und mich gar nicht auf, insbesondere bei Menschen und bei in unserer kommunikativen Welt ist das halt natürlich so ein ganz großes Thema, Kommunikation, mich auf Diskussionen einzulassen. Und werde mir sagen lassen, hey, du kannst ja keine Kritik vertragen. Oder du musst auf Kritik eingehen. Oder du musst auf dieses Statement eingehen. Muss ja nicht Kritik sein, ne? Aber das ist doch das Thema, das muss doch wichtig sein, wenn am anderen Ende der Welt das und das passiert. Nö, wenn es mir in dem Moment nicht wichtig ist, in dem Moment, dann ist das in Ordnung. Dann sage ich, ja, okay. Ne? Danke für deine Meinung. Und das meine ich auch so. Danke, dass du deine Meinung jetzt hier geteilt hast. Schön, wenn die Menschen ihre Meinung teilen können. Wir leben in einem schönen Land, wo man das tun kann. Aber ich muss mich nicht damit beschäftigen. Das ist mein gutes Recht. Und wenn das Ego dann auf der anderen Seite rebelliert und sagt, boah, du bist scheiße. Ne? Danke für deine Meinung. Die letzten 8 Wochen waren wieder sehr, sehr heilsam für mich. Es hat sich gelohnt, dass ich letztes Jahr im Winter den Videokurs und das Buch sehr weit vorangetrieben habe, um dann den nächsten Monat das zu vollenden. Um eben in diesem Frühling und Sommer ein bisschen mehr Zeit gehabt zu haben, ja, wieder um einen Schritt weiter zu gehen. Und ich fühle ganz stark, dass ich einen Schritt weiter gegangen bin. Und ja, das waren so meine Erfahrungen. Das war echt viel. Das war echt viel. Ist noch jemand dran? Hallo? Ja, na, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Vor allem wahrscheinlich auch viel mit dem Thema Makramee, vielleicht dem Thema Musik. Ja, und natürlich generell den Themen oder den Gedanken, die ich mir mache und die ich euch dann teile auf täglicher Basis. Bis dann, euer Samuel.